Hey Leute, ich bin's Vicky. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir alle werden diese eine Phase wahrscheinlich mehr als einmal in unserem Leben erleben. Und viele von euch haben sie wahrscheinlich auch schon erlebt. Es ist diese Phase. Man ist so unglaublich verliebt, hat die rosarote Brille auf. Die Welt ist perfekt. Und plötzlich kommt dieses eine Ding, das sich Liebeskummer nennt. Und schlägt dir richtig hart in die Fresse. Hey, ich bin Liebeskummer. Ah, das hat weh. Und wisst ihr, was das Schlimmste bei diesem Liebeskummer ist? Er schlägt euch nicht einfach nur in die Fresse, nein. Er nistet sich tagelang, wochenlang, monatelang, jahrelang, jahrzehntelang. Okay, das ist ein bisschen übertrieben. Aber er nistet sich auf jeden Fall bei euch ein. Mama, Papa, ich bin zu Hause. Na, wo sind meine Eltern? Ach so, die. Die kommen später. So. Die Wurzel aus 9 müsste dann ja eigentlich sein. Wo ist denn mein Taschenrechner schon wieder hin? Ja, danke schön. Du schon wieder? Jetzt ein schönes Bad nehmen. Also ich würde an deiner Stelle lieber duschen, das ist besser für die Umwelt. Alter, spinnst du? Ich bin nackt, geh raus! Gute Nacht, Liebeskummer. Gute Nacht, Vicky. Schlaf schön. Er will nicht mehr gehen. Aber keine Sorge, Leute, auch wenn ihr denkt, dieser Typ will nicht mehr gehen, Professor Dr. Vicky zeigt euch heute Tipps gegen Liebeskummer. Tipp Nummer 1, Gefühle rauslassen. Ihr müsst euch einfach klar werden, ihr seid Menschen. Also, ich denke mal, die meisten von euch sind Menschen, oder? Und Gefühle sind voll normal. Also akzeptiert diese Gefühle und lasst sie raus. Ihr seid traurig? Okay, heul doch. Ihr seid wütend? Okay, boxt jemanden. Ich bin so wütend! Oh mein Gott, Selena, warum ist es so so leid? Bist du mal zeigen? Ey, ich bin fast so groß wie sie, guck mal. Ja, okay, oder auch nicht. Was auch befreiend sein kann, ist es zu schreien. Okay. Ey, das tat voll gut. Ey, halt die Schnauze da oben. Was fällt dir ein, so rumzuschreien? Ich komm gleich hoch und dann kriegst du... Tipp Nummer 2 ist, jeglichen Kontakt zu der Person, die euch Liebeskummer bereitet, zu vermeiden. Falls ihr eine sehr schwache Person seid und dazu neigt, diese Person in irgendeiner Weise zu kontaktieren, blockiert sie einfach direkt auf allen Seiten. Egal ob bei Snapchat, Instagram oder auf Musical.ly, wo ihr mir übrigens auch sehr, sehr gerne folgen könnt. Ne? Oder bei Facebook, falls das heutzutage überhaupt noch jemand benutzt. Oder bei Twitter, falls das überhaupt heutzutage noch jemand benutzt. Auf jeder Plattform, die es auf diesem Planeten gibt. Ganz einfach. Okay, vielleicht nicht immer so einfach. Aber glaubt mir, Leute, ihr müsst euch diese hässliche Visage von dieser Person nicht angucken. Wirklich. Um richtig damit abschließen zu können, solltet ihr einfach alles, was euch an die Person erinnert, verbrennen. Deine Klamotten? Verbrennen. Seine Bilder? Verbrennen. Seine Geschenke? Verbrennen. Den Jungen? Verbrennen. Oh, chill mal! Was natürlich immer hilft, ist Ablenkung. Und am besten eignen sich da Freunde. Hey! Hast du heute vielleicht irgendwie Lust, was zu machen? Ich brauche echt ein bisschen Ablenkung gerade. Ja? Du hast keine Zeit? Okay. Hi! Ja, ich wollte dich mal fragen. Achso, du bist gerade beschäftigt? Okay. Ja, kein Problem. Ciao. Na, du? Ja, ich wollte dich mal was fragen und zwar, du machst gerade was mit deinem Freund? Achso, okay. Viel Spaß, euch beiden. Turteltäubchen. Okay, sie hat auf jeden Fall Zeit. Sie hat immer Zeit. Hallo, Sie sind verbunden mit der Mailbox von... dich mal so richtig aus. Lass deine ganzen Gefühle raus, deine ganze Wut raus und mach Sport. Okay, ich werde ihm schon zeigen, was er davon hat. Wenn ich erstmal so eine richtig heftige Figur habe, der wird schon sehen, was er verloren hat. Los geht's. Ein paar Sekunden später. Oh mein Gott, seit wann ist das so anstrengend? Scheiß drauf, ich habe keinen Bock mehr. Guck dich einfach mal genau im Spiegel an. Und erinnere dich einfach, wie fucking geil du bist. Nein, jetzt mal im Ernst, guck dich im Spiegel an. Du siehst so heftig aus. I'm a boss ass bitch, 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 bitch.
ehrlich, wisst ihr was? Wenn ihr gerade keine Beziehung haben könnt, dann ist es auch einfach unfair, dass andere Leute die Chance dazu haben. Also geht raus und vermiest anderen Leuten ihre Beziehung. Scheiß Liebe! Ey, der liebt dich gar nicht. Mach Schluss mit dem, ehrlich jetzt. Boah, ihr seid so ekelhaft mit eurem Rumknutschen. Ich brech gleich. Denkt immer an den Spruch, Zeit heilt alle Wunden. Es stimmt wirklich, Leute. Ihr müsst einfach nur abwarten. Okay, kein Problem. Ein paar Sekunden später. Ist es jetzt schon geheilt? Nein? Ach so, das dauert länger. Scheiße. Und falls diese ganzen Sachen nicht helfen, habe ich noch den ultimativen Tipp für euch. Sucht euch einfach einen neuen Typen. Hey. Oh mein Gott. Hey Gisela. Ich habe mich verliebt. Ein paar Sekunden später. Hey, ich bin Liebeskummer. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Natürlich war dieses Video nicht ganz so ernst gemeint, aber vielleicht hat es euch trotzdem irgendwie geholfen oder ihr hattet wenigstens Spaß. Ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Tschüss.